Hey Freunde, herzlich willkommen zurück zu Dysons 4 Program. Okay, ich würde sagen, es ist Zeit für etwas Abwechslung. Und zwar werden wir jetzt anfangen, ein bisschen Produktion auf nach Mustafa auszulagern. Shit. Was brauchen wir jetzt noch? Wir werden dafür die MK2 verwenden, weil es einfach erstens einmal Platz ist kein Problem dort und zweitens ist es einfacher, das ganze Ding auszurechnen, weil man das Ganze nicht noch irgendwie mal 1,5 nehmen muss. So, was fehlt uns da? Eisen natürlich. Das Übliche halt, ne? So. Und Zahnräder. Surprise. Oh, Zahnräder sind hier schon wieder im Stau. Immer her damit. Danke. Immer noch. Euer Ernst jetzt. Was genau ist hier los? Keine Magneten. Alles klar. Wir werden zuerst mal die Motorproduktion hier auslagern. Das ist gleich mal das Erste, was wir machen werden. So. Also. Begeben wir uns am besten mal nach Mustafa, um das Ganze ein bisschen zu planen. Das wird jetzt nicht ganz so einfach. Ist die Frage, ob wir lokale Drohnen verwenden sollten. Vielleicht, weil Eisen zum Beispiel, Eisen und Magneten werden ja dort zum Beispiel produziert und auch Kupfer. Also das wird ja alles dort geschmolzen schon. Das heißt, wir haben schon alles für die Magneten, wir müssen sie nur noch bauen. Da ist halt die Frage, sollte man das Ganze... Ich weiß nicht, ob die Drohnen das schaffen. Ich weiß nicht, wie viel die transportieren können. Das sind jetzt nicht gerade die schnellsten. Jupp. Auch energiemäßig, wie schauen wir da aus? Okay, das sind zumindest 5 Energy Exchanger. Es ist ein bisschen Solarpower da. Und dennoch sind... Wir sind hier offensichtlich ziemlich am Limit, so wie das ausschaut. Ja, natürlich suboptimal. Schaut mit Titan aus. Titan ist voll. Wobei auch immer unterwegs scheinbar. Also von daher ist auch nicht so tragisch. Vielleicht ein bisschen mehr zum Chargen. Den hier aufdrehen voll. Oh ja, wir sind mit der Power wirklich... Wir haben dann einen Power-Bottleneck. Was wir aber beheben können, wenn wir mehr Ray-Receiver bauen. Beziehungsweise sollten wir dann... Achso, warte, wir haben ja hier schon eine Dyson-Sphäre vorbereitet. Die natürlich einen ganzen Haufen an Raketen benötigen wird. Wenn man sich das anschaut, so eine Node braucht 150. Natürlich für alle 4 Richtungen. Also muss man da eigentlich jede zweite nehmen. Dann zum Beispiel die und die mit 120. Ja, ist auf jeden Fall eine teure Geschichte. Werden wir auch vorbereiten dann. Jetzt müssen wir nur mal schauen, dass wir Platz schaffen. So. So. Das wäre nämlich, glaube ich, schon mal ein guter Spot zum Bauen. Wenn das Förderband nicht im Weg wäre, dann muss ich halt hier mal einen anderen suchen. Und nochmal anfangen hier ein bisschen zu verteilen. Okay. Von hier bis hier können wir zum Beispiel bauen.
Und natürlich haben wir keine Logistikstation, aber wir können eine bauen. Gott sei Dank. Next. Wir brauchen dann die Assembler. Schauen wir mal, was diese Drohnen transportieren können. Was sind die? Logistics Drone. Die können nur 80 Sachen transportieren. Und es können immer nur 10 sein, also sie können nur 800 auf einmal transportieren. Jetzt die Frage, ob das schnell genug ist. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wir können es aber rausfinden. Die Frage ist nur, geht sich da nur eins davon aus oder kann man da mehr machen? Das Ding braucht 3, ne? Ja, das sind leider 3, das ist ungut. Jetzt weiß ich nämlich nicht mehr, wie das Setup genau war. Ich mache mal einen kurzen Cut. So, da sind wir wieder. Ich habe das Ding einfach fotografiert zum Nachbauen. Und schauen wir mal. Gleich 2 Baukonzepte, eins für Dinge, die... Ich glaube, wir sind da genau richtig. Eins für Dinge, die nur 2 Materialien verbrauchen und eins für die, die 3 verbrauchen. Wir brauchen hier... Warte mal. Hä? Das kann ja nicht symmetrisch sein, dann. Ist es wohl auch nicht. Blöd ist natürlich auch, weil es ja Dinge gibt, die nur einen Input haben, wie zum Beispiel Zahnräder. Die wir ja auch produzieren müssen, gerade für die Motoren. Dafür ist hier zum Beispiel kein Konzept. Dann werden wir sich jetzt selber eins ausdenken. Schauen wir mal, ob wir das symmetrisch machen können einfach. So, der braucht hier Eisen. Und dann setzen wir den hier drauf. Möglichst knapp. So, das können wir 15 lang bauen. Oder auch nicht, ne? Weil da ist das Eisen im Weg. Fuck. Okay, dann nur so lang. Zumindest erstmal. Wieder Sorter. Zahnräder. Zahnräder. So. Geht auf der Seite zurück. Und einfach mal da hinein. Strom. Okay, das können wir so machen. Geht so das aus? Ja. Das heißt dann hier hin. Dann hier hin. Immer 2 Abstand dazwischen. Und hier noch einen Abstand vielleicht. Machen wir es nur mit einem Abstand, warum nicht? Können wir vielleicht später mal ändern. So, dann habt ihr mal Power. Boah, der passt da nicht hin. Okay, dann machen wir es hier. Und das hier weg. Boah, sorry. Mann. Dafür geht sich aber jetzt auch mit jedem zweiten hier aus. Also nicht jeden zweiten, sondern immer 2. Dann, ne, dann gehörst du daher. Und du gehörst dahin.
Okay. Du brauchst. Das machen wir. Remote Storage oder Local Demand. Und du produzierst Zahnräder. Also Remote Supply und Local Supply auch. Und du brauchst Space Warper gegebenenfalls. Allerdings nicht allzu viele. Als Local Demand. Ja, so langsam sind die gar nicht mehr. Das könnte hinhauen. Dann produzieren wir gleich mal ein paar von den Drohnen hier. Und damit hätten wir dann schon mal eine Zahnradproduktion mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14. 14 Zahnräder, 14 Zahnräder pro Sekunde. Oh, wir haben Logistikdrohnen. Dann nehmen wir einfach mal 4 Stück. Ja. 5 Stück, die wir hier reinpacken. Wobei, wir packen besser gleich alle da rein, weil wir werden sie voraussichtlich brauchen. Oh, es passen hier auch mehr rein. Da gehen mehr als 10. Gut zu wissen. So, unser anderes Problem ist halt Power. Ray Receiver. Die helfen natürlich momentan noch nicht viel, das ist schon klar. Aber es kommt hier auch eine Dyson-Sphäre hin und da kommt auch schon das ganze Zeug und wird auch schon verarbeitet. Und wenn das hier mal abgebaut ist, dann können wir das Ganze hier auch noch extenden. Ist nur leider sehr viel, das sind schließlich fast 2 Millionen. So, mal schauen. Wo ist das Eisen? Hoppla. Eisen wird auch hier gebraucht. Dann kommt doch erstmal dorthin, weil erstens einmal ist es convenient. Vom Platz her. So, da mal durch. Und zweitens das andere, die andere Eisenproduktion bekommt sie auch international. Also interplanetar. Wobei da hier wahrscheinlich auch. Aber oh, wurscht. Hauptsache es kommt irgendwo hin. So, dann können wir das halt mal fertig machen. So. Das haut schon mal hin. Die bekommen auch gleich hier solche Transporter für den Fall, dass irgendwo anders Zahnräder angefragt werden. Hier ist auch wieder Titan im Weg. Mann, das wäre cool, wenn es bessere Miner gäbe, die schneller abbauen würden. Wenn man das ganze Zeug hier schneller los wird, das dauert ja ewig. Es sei denn, man könnte einfach übermalen. Und das kann man. Wir sind aber trotzdem noch da. Kann es auch wieder zum Vorschein bringen. Kann man drüber bauen? Oh ja. Hey! Das ist natürlich jetzt interessant.
Jetzt haben wir es aber schon gebaut und wir haben erstmal Zahnräder hier. Okay, Zahnräder sind einmal erledigt. Als nächstes können wir die Elektromagneten machen. Was sagt die Zeit? Ein bisschen haben wir noch. Wobei die Frage ist, was brauchen wir noch für den Motor? Wir brauchen die Elektromagneten, wir brauchen die Zahnräder und dann brauchen wir noch irgendwas. Eisen. Alles klar. Dann kommen als nächstes die Dingens. Elektromagneten. Das ist nicht symmetrisch. Warum ist das nicht symmetrisch? Könnte man doch einfach symmetrisch bauen. Vielleicht machen wir einfach unser eigenes Design. Blöd ist nur, wir haben es schon wieder keine davon hier, weil wir keinen Stahl haben. Und Stahl wird ja nicht produziert. Glaube ich. Keine Ahnung, weiß ich gar nicht. Nehme ich jetzt mal an. Wobei wir hier natürlich Stahl produzieren könnten. Wäre jetzt gar nicht so problematisch. Blöd nur, das, naja, das ist nicht ganz optimal gelöst, weil man hätte die Stahlproduktion, nachdem sie auch schmelzen sind, gleich an die Eisenproduktion hier dran schließen können. Da müssten nämlich die Drohnen dann nicht so weit fliegen. Können wir denn eigentlich noch welche bauen? Nö, es mangelt an Kupfer. Na gut, das Problem können wir aber lösen. Kupfer hier. Ah, toll. Jetzt mangelt es an Stahl natürlich, obviously. Okay. Dann fliegen wir mal zurück und holen uns Stahl. Da geht schon wieder weiter mit dem Beschuss. Dann werden wir sich vielleicht auch gleich mal das eine oder andere Silo ausborgen. Könnten wir hier ja auch mal 3 Silos platzieren, um mal anzufangen, Raketen zu schießen. Und Railguns brauchen wir natürlich ebenfalls. Die sind eigentlich fast noch wichtiger, dass man auch gleich anfängt, die Solar Sails zu schießen, weil die einzelnen Linien für die Raketen sind relativ leicht zu bauen, aber die Solar Sails brauchen natürlich auch verdammt lange, weil man so viele braucht. Um die Fläche halt zu bedecken. Gut, dass wir gleich hier sind. So. Dann wird das Ganze hier gleich mal ändern. 1, 2, 3, zack, haben wir schon. Haben wir schon unsere 3 Silos beisammen. Das Förderband hier beschleunigen, damit ein bisschen mehr Raketen daherkommen können, für den Fall der Fälle. So, wie schauen wir es hier aus? Es ist nach wie vor Treibstoff das Problem. Aber haben wir die Magneten dort jetzt unter Kontrolle oder nicht? Woran scheitert es jetzt noch? Jetzt scheitert es am Deuterium. Großartig. Ganz großartig. Genau, die kann ja weg. Die werden wir gleich mal abreißen, hier das Förderband. Wo ist es jetzt? Da. So, wenn man dachte, dass wir da gleich was kriegen. Man soll es ja umgekehrt bauen. Alles, was hier im Overflow ist, das werden wir gleich mal machen. Alles, was hier zu viel ist, geht in die andere Richtung. So, du hast Priorität. Over. Was hier? Geht das aus? Lack of item. Geh komm, leck mich doch am Arsch. Die Förderbänder immer. Weiter müssen wir. Ey, da hat kein Saft hier. Das geht nicht. Hui.
Okay, dann wird den beiden da den Saft abdreht. Geht schon wieder. Produziert hier kaum noch was, aber naja. Warte mal. Täusche ich mich da? Das Förderband ist voll mit Öl. Warum ist das voll mit Öl? Wenn die so wenig produzieren. Braucht das da keiner oder was? Ich meine, wir haben andere Raffinerien, wo kein Öl mehr ist. Die sich darüber freuen würden. Und hier steht, weil das Öl ansteht. Weil das raffinierte Öl hier ansteht. Weil hier zu wenig Graphit kommt. Oh boy. Und so kommen Probleme über Probleme. So. Ändern das da gleich mal um. Und dann holen wir sich Förderbänder, die wir dringend brauchen. So. Komm her da. So. Und so. Und so. Und du gehst da dran. Alles super. Jetzt rennt das erstmal wieder. Den fehlt der Output. Ah, was? Collide with. Hä? Was ist dein Problem? Du brauchst noch ein Ding da dran haben. Meine Güte. So, sonst funktionieren aber alle, ja. Okay, was sagt die Zeit? Dass wir die nicht übersehen. Oh, Party schon zu Ende, ja. Okay, dann werde ich mich jetzt auf den Weg machen, das Förderband zu holen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, Freunde. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.